Moin zusammen. Die letzte Jahreshälfte hat begonnen. Mal schauen, was uns in diesem Quartal alles beschert wird. Sommer ist da, Hitze ist da, heute Nacht ein kräftiges Gewitter mit Knallen und was weiß ich nicht alles drum und dran. Bisschen abgekühlt hat's, aber es kommt schon wieder hoch. Allerdings, was wir schon mal sagten, irgendwo sind die Strahlen der Sonne anders, die Sonne ist gleißend, ist weiß, heißt also irgendwo durch irgendwas da oben wird das Spektrum gefiltert. Nicht gut. Die Honigmann-Nachrichten vom 3. Juli 2015, Nummer 629, Erlangen. Die aktuelle Hirnforschung widerlegt einen zentralen Glaubenssatz der Gender-Ideologie, ein Geschlecht sei nicht angeboren, sondern wurde maßgeblich durch die Rolle in der Gesellschaft bestimmt. Hirnforscher Prof. Dr. Sprenk hat sich intensiv mit den funktionalen Eigenschaften des menschlichen Hirns beschäftigt. Das Gehirn wird bei Männern und Frauen schon während ihrer embryonalen Entwicklung unterschiedlich verdrahtet, das heißt durch Erziehung nicht mehr verändert werden kann. Sowohl die vermehrte Zellsubstanz im Großhirn der Frau als auch die höhere Zellzahl und das größere Volumen im Zwischenhirn beim Mann begründeten typisch weiblich, typisch männliches Verhalten. Selbst feministische Wissenschaftlerinnen wie Luan Brizidin gestehen ein, wir müssen uns vor diesem Unisex-Gedanken verabschieden. Frauen und Männer sind verschieden, das belegen eine Vielzahl von Studien. Braucht man dazu wirklich erst einen Hirnforscher, um das rauszubekommen? Ich glaube nicht. Antarktis, Bristol, Genf. Forscher der University of Bristol, die UOB, verkündeten vor ein paar Tagen, dass die Gletscher der antarktischen Halbinsel anfangen, viel schneller zu schmelzen als ursprünglich erwartet. Damit gelangen Millionen Liter Süßwasser in die Ozeane, was sie der angeblich globalen Erwärmung in die Schuhe schieben. Aber einen Experten im Bereich Beobachtung der Polargebiete zufolge schien diese Schlussfolgerung erheblich überschätzt. Dr. Shepard, ein IPCC-Autor, der am Center of Polar Observation and Modeling arbeitet, sagte, dass die UOB-Studie Berechnungen verwendet, die anschließend Veränderungen des Schneefalls übersehen hätten. Er merkte an, dass die neuen Schätzungen des berechenbaren Eisverlustes viel zu hoch sind, einfach weil die Gletscher in ihrem Bereich gar nicht so schnell gewachsen sind. Washington, Russland, China. Laut einem Strategiebericht des Pentagons hat das US-Militär Russland und China als Bedrohung für die nationalen Sicherheitsinteressen eingestuft. Der Generalstabschef aller VS-Streitkräfte Dempsey hat am Mittwoch sogar von einer geringen, aber wachsenden Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass die VSA einen Krieg mit diesen Großmächten führen muss. Als Hauptgrund für die angebliche Bedrohung stehen im 20-seitigen Strategiebericht die sogenannte Annexion der Krim durch Russland und die Territorialstreitigkeiten Chinas mit Nachbarländern über Inseln im südchinesischen und ostchinesischen Meer. Iran und Nordkorea werden im Bericht ebenfalls wegen des Atomprogramms als Bedrohung angesehen. Dempsey zeigte sich besorgt über die schleichende Machtverlust der VS-Armee. Unser vergleichsweise militärischer Vorteil hat zu erodieren begonnen, sagte und steht so im Strategiepapier. Das heutige Sicherheitsumfeld ist das Unberechenbarste, das ich in 40 Dienstjahren erlebt habe. Als Fazit forderte Dempsey mehr Geld für das VS-Militär, damit die VSA seiner globalen Verantwortung gerecht werden kann. Sie hat keine globale Verantwortung. Es ist ihnen gegeben worden. Sie haben sich den Rest genommen und die meisten haben es einfach akzeptiert und kopfnickend abgestimmt. Sie werden eines anderen belehrt werden in der nächsten Zeit. Ganz bestimmt auch. Charleston. Der Text sei auf einer Webseite aufgetaucht, die auf den Namen des mutmaßlichen Mörders von 9 Afroamerikanern Roof registriert sei, so das FBI. Lateinamerikaner stellen ein Problem für die VSA dar. Hieß es darin, es gebe allerdings gute Latinos und schlechte Latinos.
So sei die weiße Elite der lateinamerikanischen Bevölkerung von Uruguay, Argentinien und Chile es wert, gerettet zu werden. Trotzdem sind Latinos unsere Feinde, verkündete das UVS-amerikanische Schreiben, was die sich anmaßen. Ne? Havanna, Washington. Vorerst-Präsident Obama bestätigt die Eröffnung von Botschaften in Havanna und Washington. Sie sollen noch im Juli die Arbeit aufnehmen. Viele Fragen bleiben aber ungeklärt, wie etwa, wer Vorerst-Botschafter auf Kuba wird. Das kubanische Außenministerium betont im Gegenzug, dass es trotz Botschaftseröffnung keine normalen Beziehungen zwischen Kuba und VSA geben kann, solange die Blockade aufrechterhalten werde. Brasilien. Brasilien will ein Netz auf Vordermann bringen. Einerseits sollen mit dem Google-Projekt Loon entlegene Regionen wie Amazonien ans Internet angeschlossen werden. Ist ja auch wohl ganz wichtig in Amazonien. Andererseits hat die brasilianische Regierung am Mittwoch einen Vertrag über die Verlegung eines Unterseekabels unterschrieben, das Europa mit Südamerika verbinden und mehr Sicherheit gegenüber Spionage bieten soll. Ja, oder die Spionage besser durchführbar sei. Geht gleich an die direkten Stellen dann hin. Brasilia. Die brasilianische Abgeordnetenkammer hat Dienstagabend den Gesetzentwurf PEC 171 zugestimmt. Dies sei eine Verfassungsänderung für die Senkung der Strafmündigkeitsalter bei schweren Straftaten von 18 auf 16 Jahre. Die notwendige Dreifünftelmehrheit wurde mit 303 Ja-Stimmen zu 184 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen leider knapp verfehlt. Tel Aviv, Israel. Einen Monat nachdem Netanyahu sein Amt als Premierminister wieder aufgenommen hat, ist er einer zunehmenden autokratischen Herrschaft bezichtigt worden. Kritiker warnen, dass seine neue Regierung eine drakonische Linie gegen israelische Institutionen, die gegen seine Politik sind, verfolgen werde. Bitte selbst weiterlesen unter Nummer 8. Das wird noch ganz heftig. Teheran, Peking. Iran ist bereit, im Außenhandel andere Währungen als den US-Dollar zu akzeptieren, erklärte der iranische Minister für Wirtschaft und Finanzen Tayeb Nia bei seinem Besuch in Peking gegenüber Journalisten. Heißt also, den Petrodollar lösen sie über kurz oder lang auch im Iran ab. Jakarta. Die Zentralbank von Indonesien hat die Verwendung des US-Dollars und anderer Fremdwährung für sämtliche Finanztransaktionen im Land verboten, um den starken Wertverlust des Rupiah zu stoppen, wie RT meldete. Das Verbot, welches am 1. Juli 2015 in Kraft getreten ist, wurde bereits im April vom Leiter der Zentral Julian To angekündigt. Sämtliche Transaktionen wie etwa Zahlungen für Hotels, Flüge, Gehaltszahlungen dürfen nur noch in der nationalen Währung durchgeführt werden. Wer gegen das Gesetz verstößt, kann mit seiner Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe von umgerechnet 15.000 Dollar bestraft werden. Die ziehen das ganz stramm durch. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass so im letzten Moment der Ami sich daran rächen wird. Peking. Die China Gold Association hat im Rahmen des LBMA Bullion Market Forum in Shanghai interessante Daten zum chinesischen Goldmarkt veröffentlicht. In der Shanghai Gold Exchange seien 10.865,14 Tonnen Gold gehandelt worden, mit einem Zuwachs von 151,89% gegenüber dem Vorjahr, was entsprochen hatte. Hintergrund: Die People's Bank of China hat für eine größere Berücksichtigung des chinesischen Renminbi im Rahmen der weltweiten Währungsreformen und Reserven geworben. Peking, Moskau. China hat die Gründung der gemeinsamen BRICS-Entwicklungsbank offiziell ratifiziert. Sie soll Entwicklungsländer dabei helfen, die Unberechenbarkeit des Weltfinanzsystems zu widerstehen, sagte Chinas Botschafter in Moskau. Veliki Novgorod. Der Test des Kampfhubschraubers Mi-28N,
Der neuesten Version der Maschine Mi-28M Nachtjäger nähern sich ihrem Abschluss, wie der russische Vize-Verteidigungsminister Borisow am Mittwoch in Veliki Nowgorod, das ist Mittelrussland, zu Journalisten sagte. Es handelt sich um einen Allwetterhelikopter, der tags und nachts eingesetzt werden kann, so Borosimos. Ihm zufolge wird die Maschine mit modernster Avionik ausgestattet, darunter mit einem neuen Steuerungssystem, das eine blinde Landung ermöglicht. Krim. Während man vom Stopp der Gaslieferung an die Ukraine und der deutschen Presse allerorten liest, ist der angekündigte Stopp der Stromlieferung der Ukrainer an die Krim nur wenigen Vertretern der deutschen Presse eine Meldung wert. Der beiderseitige Energiekrieg zwischen Moskau und Kiew hat also begonnen. Nochmal Moskau-Kiew. Das russische Unternehmen Gazprom hat nach Scheitern der Gespräche über den Preis von Exportgas an die Ukraine seine Gaslieferung an dieses Land eingestellt. Wie die Gazprom-Vorsitzende Miller mitteilte, geschah die Einstellung vertragsgemäß, zumal im Juni die Rechnung für die letzte Lieferung noch nicht bezahlt wurde. Dies bedeutet auch, dass Gazprom im Winter kein Gas an die Ukraine liefern wird, falls bis dahin die noch offenen Rechnungen nicht ausgeglichen werden. Da behaupte ich mal, da wird dann die EU, sprich Deutschland, eintreten, damit die dort nicht frieren. Donetsk. Die selbsterklärte Volksrepublik Donetsk hat bekannt gegeben, die Sonderselbstverwaltung einzuführen. Grund dafür sei die Vortäuschung einer Friedensregelung durch Kiew, wie Republikchef Sachatschenko gestern mitteilte. Diese Entscheidung sei um die Rettung der Minsker Vereinbarung willen getroffen worden. Kiew zeige keine Eile, dieses umzusetzen, so Sachatschenko. Deshalb gehe seine Republik eigenständig an ihre Erfüllung heran. MH17 nochmal. Zeitlich wird es eng für die Regierung der Ukraine, Niederlande, Malaysias, endlich die Öffentlichkeit über den Stand ihrer Bemühungen um Vertuschung zu informieren. Denn nach dem Standard der Internationalen Civil Aviation Organization, das ist die ICAO, muss der Bericht über eine Absturzstelle spätestens innerhalb eines Jahres vorgelegt werden, also in 2 Wochen. Wir warten bereits 50 Wochen auf eine Freigabe der NSA-Fotos und Daten durch die VSA, die aber wohl weiter geheim gehalten werden sollen. Die Niederländer deuten jetzt an, die ICAO-Regeln brechen zu wollen und weiter zu mauern. Sie wettern weiter über Behinderung durch die abtrünnige Republik Luhansk. Was anderes haben wir eigentlich auch da nicht erwartet. Sie werden immer eine neue Regel aufstellen, um alte zu brechen. Griechenland, NATO. Vor wenigen Tagen verkündete Yiannis Bournous von Syriza erneut eine mögliche Kürzung der griechischen Militäretats hinnehmen zu müssen, die höher ausfallen sollen als bereits angekündigt. Damit wollte man die Rentenkürzung ausgleichen, hieß es. Nach negativen Reaktionen des IWF kommt nun zusätzlich Druck von der NATO. NATO-Generalsekretär Stoltenberg blendete die Staatspleite anschließend anscheinend aus, argumentierte mit der strategischen Verantwortung Griechenlands und fürchtete gar einen Ausstieg Griechenlands. Wenn sie das hinbekommen würden und das auch so tun würden, da würde ich mich also vor verneigen. Wird so nicht passieren. Ganz bestimmt nicht. Jedenfalls noch nicht. EU-VSA-Welt. Eine Woche vor der neuen TISA-Verhandlungsrunde am 6. Juli 2015 hat WikiLeaks Mittwoch einen bisher geheimen Kerntext des geplanten und hoch umstrittenen Abkommens veröffentlicht. Zusammen mit TTIP und TPP bildete dieser Vertrag eine Dreifaltigkeit geplanter Freihandelsabkommen, die ausgeführt von den VSA einen Großteil der Weltwirtschaft umfassen sollen. Die BRICS-Staaten sind jedoch davon ausgeschlossen. Das Dokument belegt, dass transnationale Großkonzerne die größten Gewinner des Abkommens sein würden. Bisher staatliche Aufgaben wie Gesundheit und Bildung sollen im großen Stil privatisiert werden. RT Deutschland fasst die wichtigsten Punkte der WikiLeaks-Dokumente zusammen und bitte weiterlesen unter Nummer 19. Madrid. Tausende Demonstranten protestieren vorletzte Nacht vom spanischen Kongress in Madrid. Anlass?
das Inkrafttreten eines neuen Sicherheitsgesetzes um Mitternacht, das die Demonstranten Knebelgesetz nennen. Das neue Gesetz enthält hohe Geldbußen von 600 bis 600.000 Euro, wenn Proteste, auch friedliche, ohne Genehmigung der Behörden abgehalten werden. Es gibt auch hohe Geldstrafen für Verstöße wie das Verbrennen der Nationalflagge und Demonstrationen vor Parlamentsgebäuden. Sie versuchen einfach zu squeezen, zu erpressen das Volk. Und dennoch nickt das Volk ab. Sie hätten eigentlich heute alle auf der Straße sein müssen und auf die Straße gehen müssen, um zu demonstrieren, direkt vor den Parlamentsgebäuden, eventuell sogar die Politiker rauszuholen. Nichts ist passiert. Österreich. Das Volksbegehren für einen Austritt Österreichs aus der EDU ist Mittwoch zu Ende gegangen. Wie das Innenministerium bekannt gab, wurden insgesamt nur 261.159 Unterschriften gesammelt. Damit musste der Nationalrat das Thema diskutieren. Ein weiteres Vorgehen seitens der Legislative ist aber nicht verpflichtend. Das werden sie dann irgendwie unter den Tisch kehren. Und damit hat sich dann die Sache auch erledigt. Leider gibt es auch immer noch viel zu viele Schlafschafe, Gutmenschen und solche und sonstige Systembegleiter. BRID NATO. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat Deutschland aufgerufen, seine Zusage einzuhalten, den Verteidigungshaushalt langfristig auf 2% des Bruttoinlandsproduktes anzuheben. Der soll mal einfach das Maul halten. Er hat sich nicht, schon gar nicht als NATO-Generalsekretär in die Angelegenheiten der Länder einzumischen. Er hat einfach nur die NATO zu führen, nicht mehr, Herr Stoltenberg. Auch die Transatlantiker der AfD stimmen zu. Jens Stoltenberg hat absolut recht, so Stefan Schmidt, einer der beiden Krankensprecher der AfD-Interessengemeinschaft. Mehr ist es wirklich nicht. Ein Kindergarten ist das. BRID VSA. Die Spionage durch die NSA ist rechtlich erlaubt. Durch das G10-Gesetz, im sogenannten G10-Gesetz, wird den Amerikanern das Recht eingeräumt, alle Fernmeldeaktivitäten in Deutschland anzuzapfen. Demnach hat Deutschland weitgehende Rechte an seiner Souveränität abgetreten. Die Grundlage dieser Bestimmung ist der Artikel 3 Absatz 2 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut vom 3. August 1959. Der ist weiterhin in Kraft. Und abgehört wird ja schon auch vor der Zeit, gleich nach dem Krieg. Und aufgerüstet haben die Abhörer Anfang der 60er Jahre. Berlin. Das Bundesgrundgesetzgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass das Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich nicht untergegangen ist und die BRID nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als Völkerrechtssubjekt identisch ist. Darauf verweist die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke zum Potsdamer Abkommen von 1945. Die Abgeordneten hatten sich unter anderem nach der These von der Fortexistenz des Deutschen Reiches erkundigt und gefragt, ob die Bundesregierung dieses als öffentlich als unhaltbar zurückweisen werde, damit die Behauptung nicht von Neonazis oder der sogenannten Reichsbürgerbewegung für einen Gebietsrevisionismus gegenüber den EU-Nachbarländern instrumentalisiert werden kann. Die haben Probleme. Sie fragen immer nach, ob das Recht recht ist. Es ist lange anerkannt worden. Liebe Grüne, liebe Linke, wenn ihr sowas nicht wisst, guckt doch einfach bei uns in den Blog rein. Das hilft. Ich meine, tut die Fraktion sowieso, das Fraktionsbüro sowieso, klar. Aber dann sollen die das auch weitergeben an euch, die da unten rumlaufen und ihr Brot auf den parlamentarischen Sitzen kauen. Deutschland. Besonders emotional belastete Themen wie Islam, Flüchtlinge, Homo-Ehe führen dazu, dass sich Meinungen festigen und Menschen auf beiden Seiten radikalisieren. Sachliche Auseinandersetzungen werden dadurch immer weiter erschwert. Doch dies führt zu einer Gesinnungsdiktatur. Und weiterlesen unter Nummer 25. Die gute Nachricht. Tiere kennen viele nur als Befehlsempfänger. Essbare Mahlzeit, schmückendes Beiwerk. Als Therapeuten können wir sie uns nur schwer vorstellen. Nicht immer fühlen, grübeln und Dauerpalaver auf der Couch, aber allein zum Ziel.
Millionen Menschen können aus eigener Erfahrung bestätigen, wie wohltuend der Umgang mit Tieren ist. Sie beruhigen, trösten, muntern auf, oft durch ihr bloßes Dasein, das keine Verstellung oder Selbstzweifel zu erkennen scheint. Freilich können verschiedene Tierarten verschiedene therapeutische Funktionen übernehmen. Die Mithilfe von heilerisch geschulten Tierbetreuern kann helfen, die Intervention zielgerichteter zu gestalten. Hirnforschung contra Generismus stammt aus der Netzpost. Da kann ich noch zusagen, dass mit den Tierbetreuern bzw. mit den sogenannten Tierflüsterern ist tatsächlich was dran. Es gibt Leute, die können sich mit den Tieren, wie auch immer, unterhalten. Und es klappt sogar, habe ich mich auch von überzeugen lassen müssen. Und das war's mal wieder für heute. Wochenende steht bevor, soll brüllend heiß werden, morgen, übermorgen. Mal schauen, was wird. Denkt bitte dran, am 31. Juli, 1. 2. August treffen wir uns wo? In Zossen. Meldet euch bitte an, kommt her, wird interessant. Wir haben noch was an einigen Referenten in petto, können wir aber noch nicht reinstellen, weil die noch nicht da sind oder noch nicht 100% zugesagt haben. Das ist eine ganz interessante Sache, scheint da auf uns zuzukommen aus Kanada. Und ich wünsche ein schönes Wochenende. Schönen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.